in diesem Video zeige ich euch das World of Disney hier im Disney Village. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Shop-Video aus dem World of Disney hier im Disney Village, der größte Shop hier im Disneyland Park. Und das befindet sich im Disney Village, habe ich ja schon mal gesagt. Und hier könnt ihr auch hinkommen, auch wenn ihr kein Parkticket habt. Ins Disney Village könnt ihr ganz normal, also wenn ihr zum Beispiel früher anreist oder, keine Ahnung, hier mal vorbeifahrt, aber nicht in den Disneyland Park wollt, dann könnt ihr hier auch einfach herkommen und hier zu shoppen, was zu essen. Und dafür braucht ihr kein Parkticket. Wie gesagt, das ist der größte Shop hier im Disneyland Park. Hier gibt es alles Mögliche. Und vor allem, je später der Tag wird, desto voller wird es hier auch. Aktuell regnet es draußen, deswegen ist es hier auch super voll. Ich versuche euch trotzdem einiges zu zeigen, was es hier so gibt. Ich werde auf ein paar Preise eingehen, aber nicht auf alle. Und auch zeige ich schon mal Details, weil es lohnt sich mal immer auch die Shops von. Also alle Ecken der Shops mal anzuschauen, wie schön sie eigentlich sind. Wir starten am Eingang und hier habt ihr zum Beispiel die Disneyland Paris Kollektion. Das ist die aktuelle Kollektion, also das aktuelle Merchandise findet ihr hier immer. Hier zum Beispiel die ganzen Eiffeltürme mit den Disney-Figuren kosten zum Beispiel jetzt 22 Euro. Es gibt dann hier so viele verschiedene Sachen der Disneyland Paris Kollektion. Hier gibt es zum Beispiel auch Babysachen, ein paar. Jetzt hier so ein Strampler kostet 25 Euro und ja, hier so Kinder. Baby-T-Shirts, echt ganz süß, gibt es hier auch zu kaufen für 13 Euro zum Beispiel das T-Shirt. Hier gibt es auch so Plätzchen, also ein paar Kindersachen gibt es hier auch. Und dann zu den größeren Kindern, hier gibt es zum Beispiel so einen Minimaus-Rucksack mit Chip and Dale drauf für 30 Euro. Eine Flauschejacke ist jetzt nichts für den Hochsommer für Kinder. Für 42 Euro mit Minimausohren. Puzzles. So Leuchtstäbe. Also das Video wird übrigens ein bisschen lang werden, weil der Shop auch wirklich groß ist. Und ja, hier nochmal die Kindersachen von der Disneyland Paris Kollektion. Es regnet eh draußen, also kann ich die Zeit auch hier drin verbringen. Es gibt die Stitch-Ohren. Hier gibt es auch noch die Stitch-Plüschis und es ist natürlich im Kreis aufgebaut, also es ist ein bisschen schwierig, das hier alles abzuklappern. Aber ich werde jetzt hier wieder zurückgehen, also hier gibt es zum Beispiel die Plüschis noch von der Pride-Kollektion. Die Mickey Mouse 30 Euro, der Stitch zum Beispiel 35. Hier gibt es hier noch die Disneyland Paris-Kollektion für Erwachsene mit dem Fischerhut für 25. Hier so eine Jacke, die so leicht gesteppt ist. Rucksack, Tragetasche, hier gibt es die neue Graffiti-Kollektion, die habe ich euch ja schon im Merch-Video gezeigt und auch in den Merch-Videos gehe ich auch auf alle Preise ein, also da, wenn ihr da die Preise sucht, schaut auf jeden Fall meine ganzen Merch-Videos an, da seht ihr auch, was sowas zum Beispiel kostet. Hier zum Beispiel, das ist auch für Jugendliche und Kinder, kostet 50 Euro die Jacke, für Erwachsene hier so eine graue Jacke, ach, das weiß ich nicht, aber ich hebe es auf. Hängt aber auch sehr voll hier. Kann ich jetzt, finde ich jetzt nicht. Aber das T-Shirt zum Beispiel 30 Euro. So eine Tragetasche, Socken für 14, zwei Paar. Jogginghose. Dann gibt es hier so Trinkflaschen, Tassen. Also Tassen gibt es ja auch super viele im World of Disney. 13 Euro. Hier gibt es so eine Kühltasche to go. Jetzt im Sommer ganz gut. Die Mickey. Hier zum Beispiel kostet 30 Euro. Sorry. Ein Spirit Jersey gibt es hier auch noch mit Stitch. Kostet 70 Euro von dieser Kollektion. Ich persönlich mag ihn nicht. Dann gibt es hier auch die Ohren. Den Loungeflyker, der ist auch jetzt wieder da. Mit unserem Schloss drauf. Er ist wirklich wunderschön, aber für mich einfach viel zu klein. Für 100 Euro. Dann gibt es von der Disneyland Paris Kollektion auch ganz viel Mitbringsel, Süßkram und ja, das Tee zum Beispiel für 15. Gibt es auch Schokolade und
Da sind so Pralinen drin, kosten 12 Euro in so einer Eiffelturm. Gibt es hier so eine Keksdose. Also es sind schon coole Mitbringsel. Hier so ein kleiner Eiffelturm für 8 Euro. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, aber was mit Karamell. Das müsste auch Tee sein. Genau hier Try Me, also man kann da dann auch riechen. Ja, riecht gut. Gibt es hier die Eiffelturm-Tasse. Sehr schwer, 20 Euro. Kurz hier die Leute vorbeilassen. Wie gesagt, aktuell ist hier ein bisschen was los. Trinkflasche, ein Glas. Dann gibt es hier noch diesen Stitch, der ein bisschen zu viel gegessen hat. Der war im Downtown ein Buffet essen. Dann gibt es hier auch Seife, die Seifenspender, die die Mickey-Form machen. Kosten 10 Euro. Plastikgläser. Schokolade wieder, so Platzdeckchen. Decken gibt es hier unten. Poloshirts. Steppjacken. Ist auch noch so eine Jacke. Nachfüllseife, also wenn ihr so einen Seifenspender schon habt, auch vom 30. Geburtstag, gibt es hier zum Beispiel auch Nachfüllseife, kostet 5 Euro. Dann, das habe ich euch alles schon gezeigt. Gibt es hier natürlich super viele Ohren, also auch die größte Auswahl an Ohren bekommt ihr hier im Walt of Disney. Die Simba-Ohren für 18, hier Stitch auch für 18. Dann gibt es hier so Einhorn-Ohren. Mit Schleier, die kosten zum Beispiel 25. Gibt es noch hier die Ohren. Dann gibt es die Minimaus-Ohren hier mit Glitzerschleife. Die goldenen Paris-Ohren, die habe ich ja auch, die sind auch ganz hübsch. Kosten auch 25. Jetzt muss ich mal kurz wieder hier vorbei. Die Bright-Ohren, die waren ja auch lange weg, gibt es aber jetzt auch wieder. Dann gibt es hier die Prinzessinnen-Ohren, Aurora, kosten 35 Euro. Es gibt Jasmin, es gibt Ariel und es gibt Tiana. Auf der anderen Seite habt ihr die ganz normalen klassischen Minimaus-Ohren, die so ein bisschen gefüttert sind. Mag ich eigentlich auch ganz gern. Ihr habt so Kinderrucksäcke auch. Minimaus. Die Sorcerer Ohren gibt es hier auch. 20 Euro kosten die, sind ein bisschen günstiger. Rucksäcke mit Stitch. Toy Story, Prinzessinnen. So ein Flauschrucksack in Minimaus-Optik. Kappen bekommt ihr hier auch. 25 Euro für so eine Kappe hier. Ganz viele verschiedene Kappen. Hier mit so Mickey Ohren in Jeans Optik. Donald Kappe gibt es dann. Pluto, Goofy. Kosten zum Beispiel 25 Euro. Ist auch Mickey Mouse. Hier gibt es Monster Friends, Stitch, Marvel, mit so einem Propeller, ja, Ariel, Angel, Tigger, Minnie, Mickey, Toy Story mit Buzz und da unten nochmal Simba. Hier gibt es so einen kleinen Pandora-Stand, wo ihr auch Pandora-Sachen bekommt. Also, ja, Pandora gibt es ja auch. Und es ist aktuell noch Sale, deswegen die ganzen Sachen sind hier aktuell im Sale. 50%, also 70% sogar reduziert. Die ganzen Sachen, die ihr hier seht. Auch hier der Loungefly von Haunted Mansion, Phantom Manor, Entschuldigung, Haunted Mansion haben wir ja nicht. Also Loungefly gibt es ja auch, habe ich euch ja schon den Schlossrucksack gezeigt. Hier gibt es auch diesen Organizer für. Ist ein bisschen chaotisch, wie ich jetzt hier langlaufe, weil es alles so mittendrin steht.
Hier gibt es die Olympia-Kollektion, die habe ich auch im letzten Merchandise-Video euch gezeigt, was das kostet, weil die Olympiade steht ja jetzt vor der Tür. Deswegen gibt es ja auch dann ein bisschen was an Merchandise, nicht allzu viel, aber ein bisschen was. Dann gibt es hier die von der Paris-Kollektion, hier so eine Schürze. Gibt es zum Beispiel so eine mit den Aristocats, diese goldene Kollektion mit Eiffelturm und den Katzen drauf. Dann gibt es hier noch die Tasse, so Teller. Also wie gesagt, so eine Tasse. So kleine Gläser. Was macht man mit so kleinen Gläschen? Dessert? Schnaps? Schnaps ist ein bisschen groß. Gibt es hier so Geschirrtücher, ich weiß nicht, oder Handtücher. Kinder für, zum Haare waschen. 13 Euro. Notizbuch. Unten gibt es noch so Decken. Hier gibt es noch so ein Poncho. Ist sehr ähnlich, das kann man einen Tinkerbell-Poncho, der sehr ähnlich war. So, jetzt seht ihr es, da ist der Eiffelturm. Hier sind die Katzen. Ne, da ist das Schloss, aber hinten sind die Katzen. Ja, da seht ihr die Aristocats. Gibt es Geldbörse, auch von dieser Paris-Kollektion, noch so ein Tuch. Die Ohren habe ich euch schon gezeigt. Das habe ich euch auch schon gezeigt. So, jetzt gehen wir mal weiter. Haben wir jetzt fast hier den rechten Außenbereich geschafft. Machen wir erstmal den Außenbereich und gehen dann, glaube ich, nach innen. Hier gibt es noch Phantom Männer Sachen. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch reduziert sind. Hier ist kein Sale-Schild. Hier gibt es zum Beispiel jetzt diesen Sorcerer-Hut. Der leuchtet im Dunkeln, kostet 35 Euro. Die Sachen sind alle noch von der Attraktionskollektion. Aber hier steht kein Sale dran. Also die müssten alle noch normaler Preis sein. Das weiß ich jetzt aber nicht. Auch die Attraktionssachen habe ich euch alle mal im Detail in meinen Merchandise-Videos gezeigt. Big Thunder Mountain Spirit Jersey 80 Euro. Pirates Shirt hier für 26. Das Nachthemd habe ich mir letztens gekauft. Das fand ich so süß. Kostet 30 Euro. Gibt es hier noch weiter die Attraktionssachen. Ohren von Tower of Terror. Aber es gab mal schönere Ohren. Die finde ich gar nicht so schön. Dann auch hier Phantom Manor Spirit Jersey. Pirates Ohren. Pirates Spirit Jersey. Ihr habt auch nochmal Phantom Manor so einen Pulli und auch die Ohren. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist nicht im Sale. Dann gibt es hier eine kleine Minimaus-Kollektion für Kinder mit Haarspangen und also Pullis und Haargummis und so. Die habe ich euch auch gezeigt. 42 Euro für den Pulli. 16 Euro für das T-Shirt. Ja, also da auch ganz süß hier das T-Shirt. Kleiner süßer Rucksack, Kappe, wichtig im Sommer, ne? Immer an die Kappe denken. Hier so ein süßes Kleidchen, kostet 40 Euro, Haarbürste für 13, 23 für das Minimaus-T-Shirt hier. Auch die Leggings ist mega süß, und die Schüchen. Dann gibt es hier noch ein bisschen was von Donald-Merch, den schwarzen Spirit Jersey, ein super Klassiker, kann ich jedem empfehlen, 65 Euro. Aber gibt es auch noch in Blau. Hier auch die Fischerhüte gibt es. Den habe ich ja auch in Schwarz. Und passend zu den Blauen auch in Blau. Kosten 40 Euro. Dann gibt es hier so Pullis, die sind eigentlich auch sehr beliebt. 50 Euro, auch hier so normale T-Shirts. Jeweils 23. Denselben Pulli in dunkelblau. Und dann gibt es hier noch die Kollektion mit Fischerhut und Spirit Jersey in den Farben. In so einem Limette und so einem Korall. Dann gibt es hier noch ein bisschen was von der Minimaus-Kollektion. Regenschirm, Socken, so eine Regenjacke für Kinder. Ich glaube, es hat aufgehört zu regnen.
Der Shop wird dann auch ein bisschen leerer. Aber ich habe noch ein bisschen was vor mir. Minnie Maus selbst könnt ihr auch kaufen. Oh, das ist auch sehr süß. 26 Euro. Mega süß. Würde ich auch als Erwachsene tragen. Dann gibt es hier auch noch ein bisschen was vom Donald Merchandise, den Donald Loungefly. Die Tasse, hier die Donald-Tasse. Also ich sag's euch, 13 Euro. Donald T-Shirt. Also hier in dem Shop kann man Stunden verbringen. Auch den Donald Spirit Jersey gibt's hier noch. T-Shirt, Ohren. Loungefly habe ich euch gezeigt. Ich bin immer noch im äußeren Bereich vom Laden. Ja. Dann gibt es hier so Kinder-Onesies, nenne ich sie mal, mit Angel für 40 Euro. Mit Stitch. Minnie Maus. Das war's. Ah ne, da ist noch Spider-Man. Spider-Man. Dann gibt es hier noch so ähnlich wie die Pullover, die ich euch eben gezeigt habe, aber als T-Shirt. Auch sehr cool, muss ich sagen. 36 Euro gibt es auch in grün. Noch das, den Pullover von Disneyland Paris, der ist aber relativ dick. Der fühlt sich auch ein bisschen an wie so ein Neoprenanzug, kostet 70 Euro. Dazu gibt es auch das passende T-Shirt. Ja, geht. Gibt es so die Minimaus-Handschuhe für 22 Euro. Und hier gibt es die Lotso und Stitch-Sachen, dieser Lotso. Fischerhut für 30, dann das T-Shirt, wo diese Schulterpuppe dran hängt, die Taschen dazu, Taschen in Anführungszeichen, da passt fast nichts rein, 30 Euro, dasselbe gibt es mit Stitch und irgendwo, es gab auch mal den Stitch als Fischerhut, sehe ich jetzt aber nicht, dafür gibt es aber noch die blauen. Und die Pullover sind auch wieder zurück, die gab es ja auch im Winter für 58 hier mit Chip and Dale. Und mit Stitch. Das Coole daran ist die Kapuze. Ja, so und dasselbe halt mit Stitch. Hier die Kapuze dran. Es gibt eine Mickey Mouse Kollektion. Die gibt es auch schon länger. Gibt auch alles mögliche. T-Shirts wieder und Rucksäcke. Und Hoodies. Schlappen. Für Kinder gibt es natürlich auch einiges. Kurziert dran vorbei. Ja, hier habt ihr noch die Kindersachen. Gibt hier auch noch so einen Trolley. So einen Koffer-Rucksack-Trolley. Gibt es hier noch die Mickey Mouse sagen, das ist so ein langer Pulli, ich weiß nicht was, zu Hause Chiller, T-Shirts, Mickey Mouse. Und ein roter Hoodie, den habe ich vorher noch gar nicht gesehen, den kenne ich noch gar nicht. Also so Classic, 60 Euro, steht auch nichts hinten drauf. Dasselbe dann für Kinder, also könnt ihr theoretisch im Partnerlook gehen. Oder? Ne, das ist dasselbe. Ein bisschen anderer Schnitt ist aber auch für Erwachsene. Das ist der und das ist der, also der ist ein bisschen oversized geschnitten, das könnte ein Frauent-Shirt sein. Dann gibt es hier noch so einen gelben Pulli, ja, den habe ich euch schon gezeigt. Und auch noch so ein Chill-Ding hier. Dann gibt es hier diese Kuscheltiere, die aussehen wie Babys für 25. Daisy, Marie, Donald, Tigger, Winnie Pooh. Und ich weiß, ich glaube, das war's. Wir kommen jetzt langsam in die Kinder- und Spielzeugabteilung. Hier gibt es noch Kindersachen. Mit Minnie mit Mickey. Hinten sieht ja echt auch ganz cool aus. Ja, mega. Hier sind, glaube ich, auch Ohren dran. Ja. Also gibt schon echt coole Kinderklamotten, das muss man auf jeden Fall sagen. Gibt es dann noch so T-Shirts. Hier mit Minnie. Peter Pan's Flight. Dasselbe wie eben mit Minnie gibt es auch mit Mickey.
je nachdem, was man mag. Und hier auch nochmal Mickey. Dann auf der anderen Seite, hier haben wir, kommen wir langsam zu den Plüschis. Das sind, glaube ich, diese Big Feet. Kosten 30 Euro. Marie, da oben Dumbo, Pluto, Pua und Ia. Da ist Lucky. Muss ich gleich mal fotografieren, weil ich dem jemanden mitbringen soll aus der Arbeit. Dann gibt es da unten noch Sven. Und Moment, Platz machen. Simba, ich weiß jetzt nicht, ob Boo auch was mit dem Big Feet zu tun hat. Simba, Nala, Chip und Dale. Also Chip und Dale. Ich kann es mir jetzt merken. Ja, und da ist nochmal Sven. Nur mal kurze Pause, dann mache ich ein Foto von dem und trinke mal was bei dem ganzen Gerede. Machen wir weiter, hier haben wir die Babys wieder mit Mickey und Stitch. Jetzt muss ich kurz Platz machen. Hier haben wir die Cuddles. Übrigens hier auf der anderen Seite habt ihr die ganzen Standard-Mickeys. Hier so eine kleine Mickey zum Beispiel kostet 25. Dann gibt es die größeren Mickeys. Und dann gibt es die ganz großen Mickeys. Also, oh. Moment, ich drehe mal die Kamera. Guck mal gerade, was es kostet. Kostet 90 Euro, damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie groß er ist. Also ist auf jeden Fall schon groß. Und denselben gibt es natürlich auch mit Mini. Da. Schon süß. Selber habt ihr natürlich auch mit Minimaus, habe ich euch gerade gezeigt, in groß bis klein und mittel und so weiter. Dann habt ihr die Cuddles. Ich liebe die Cuddles. Also, ja, kosten 50 Euro und ich hätte am liebsten also noch Susi, die finde ich auch richtig süß. Und die sind so kuschelig weich. Ich habe einen mit Baby Yoda und ich liebe ihn abgöttisch. Schlafe jede Nacht mit ihm. Lotso ist auch sehr, sehr süß, muss ich sagen. Also Simba, auch süß. Dumbo, ich finde sie ja, wie gesagt, ich finde sie alle mega süß. Und so schön zum Schlafen. Dann habt ihr hier nochmal die Big Feet in groß. Hier habt ihr, die kosten 80 Euro. Dumbo, Red, Marie. Die gibt es jetzt hier neu. Das sind von Pirates so. Ah, nee, die sind nicht neu, die sind 70% reduziert. Haben mal 30 Euro gekostet. Das sind so Luftblasendinger als Schwert. Dann gibt es hier die Marvel Big Feet. Mit Rocket, mit Groot. Und auch noch in groß gibt es den Groot hier. Dann gibt es hier wieder 70% auf Wish-Sachen. Valentino auch als Cuddles mit 70%. Aber die werden, ich glaube, der geht nur noch bis zum 23. Juli, also nicht mehr ganz so lang. Und ja, oh, hier sind sogar E-Pods, also Halter, aber vorsichtig von Rhino Shield reduziert. Hier sind nochmal diese Babys. Auch Angel gibt es hier und Simba und Rabbit. Dann gibt es hier noch weitere Plüschis mit Donald. Groot mal 18 Euro, Donald 20 Euro. Aber irgendwie sieht der komisch aus. Die Proportionen sind irgendwie komisch. Stitch, Angel, Stitch als Sorcerer. Bruni. Dann gibt es hier diese, die haben auch das mit den großen Augen, die haben auch irgendwie einen Namen. Kosten 15 Euro, gibt es auch super viele Charaktere, wie ihr sehen könnt. Die zeige ich jetzt nicht alle auf. Ich schwenke mal durch. Aber hier seht ihr mal, was es alles für Charaktere gibt. Alles so auch Sidekick-mäßig, alles dabei. Unten sogar Abu, die haben also einen riesen Kopf. Ja, Pua hier, ganz auch, der ist cute. Also Pua ist richtig süß. Hier haben wir nochmal die Wish-Sachen, die alle reduziert sind. Ich weiß nicht, ob die hier auch in Kanto, ob das dann demnächst wegfällt oder ob die dann wieder auf den Normalpreis kommen. Das haben wir nämlich auch schon mal gesehen. Die Sachen, die dann im Sale waren, waren dann danach wieder zum Normalpreis. Hier habt ihr diese Puppen, I Love You Forever. Diese Kostüme und ah, die sind auch 70% reduziert, krass. Also wenn ihr hier noch so eine Barbie wollt, als Belle, 70%, Originalpreis war 30 Euro, also
lohnt sich. Die, glaube ich, sind aber nicht reduziert, das weiß ich jetzt nicht. Dann gibt es auch hier diese Puppen Animators Collection, die finde ich auch richtig süß. Kosten 36 Euro und die finde ich echt auch super cute. Es gibt Tinkerbell, es gibt Anna, es gibt Ariel, es gibt Jasmin, es gibt Elsa und Rapunzel. Gibt es hier noch weitere Barbies als Cinderella, als Rapunzel. Gibt es auch so eine ganze Barbie-Kollektion mit allen Prinzessinnen. Weiß ich nicht, was sie kosten. Muss ich mal filmen. Muss ich mal kurz warten, bis sie weggehen. Ich krieg's noch nicht hoch. Oh Gott. Moment, ich hab's gleich. 140 Euro. Also für so viele Puppen. Genau. Entschuldigung. Da ist noch Aurora. Dann gibt es hier noch so Spielhäuser mit den, von den Animators. Puppen, zum Beispiel hier Belle's Haus. Anna und Elsa. Gibt es hier Rapunzel. Ariel. Da oben ist nochmal Rapunzel. Da unten ist nochmal Aladdin. So, jetzt bin ich hier gleich an der Kasse. Jetzt mache ich jetzt mal hier Drehschmal. So, jetzt geht's weiter mit den Kinderkostümen. 60 Euro hier für so ein Kostüm. Also die Kostüme sind hier sauteuer. Seifenblasen mit Tassilo. Macht auch Licht, wie ihr da sehen könnt. Hier seht ihr mal die Puppen ausgepackt, wie sie aussehen. Eine Schmuckbox mit Belle. Die macht auch Musik, soweit ich weiß. Aber geradeaus. Batterie nicht leer geht. Elsa-Kleid, bisschen was an Frozen-Merchandise. Zauberstäbe, auch mit Frozen hier wieder. Die leuchten, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, die drehen sich auch. Ariel, Seifenblasenstab. Dann gibt es hier so Wasserspielzeug hier mit Ariel. Warum muss das auch immer abfallen? Das ist eigentlich auch ganz cool hier unten mit den Prinzessinnen. Die finde ich auch richtig süß. Hier gibt es dann auch so Puppen. Kuscheltierpuppen für 30 Euro mit allen Prinzessinnen. Schwenk mal durch, aber hier findet ihr auch alle mögliche Prinzessin und weibliche Figur, weil weibliche sage ich, weil Mirabelle ist doch keine Prinzessin, oder? Also nicht, dass ich wüsste. Ja, hier geht es weiter mit einem Ariel-Kostüm für Kinder. Auch hier so andere Ariel-Puppen. Oder die war schon auf der anderen Seite. Aurora. Mit den passenden Ohren natürlich hier oben. Wie gesagt, ich war noch gar nicht im kompletten mittleren Bereich. Ich bin immer noch außen. Hier gibt es auch noch Kostüme mit Elsa. Die Ohren sind sogar 70% reduziert. Ich weiß nicht, ob die Kleider auch. Und Wish ist hier nochmal auch reduziert. Hier gibt es auch diese Wish-Stoffpuppen. Ja. Also das ist hier nochmal alles Wish. Hier ist nochmal so ein Tinkerbell-Stab, auch 70% reduziert. So. Gehen wir mal so langsam in die Mitte. Hier haben wir Schulterpuppen. Die kosten 20 Euro. Es gibt auch verschiedene Tassilo, Chip und Dale, Sebastian, Baby Yoda, Forky. Auf der anderen Seite haben wir noch keinen weiteren. Das sind aktuell die Schulterpuppen, sind auch wie gesagt sehr beliebt. Da hinten, da ist noch Phantom Manor, das habe ich euch schon gezeigt. Hier sind noch so Getränkehalter, auch 70% reduziert aktuell mit Frozen. Also es ist hier alles reduziert. Phantom Manor Rucksack, hier auch der Hotel New York Rucksack ist 70% reduziert. Diese Bauklötzchen von It's a Small World, das finde ich echt ein richtig cooles Spielzeug, wenn man es braucht. Der Pride-Rucksack. Also aktuell, wie gesagt, ist noch Sale. Aber wie gesagt, nicht mehr lange. In der Mitte habt ihr noch so, oh, ich glaube, die Sonne kommt langsam raus. So ein Minnie-Maus-Kleid, auch richtig süß für 50 Euro.
gibt es ja auch dieses Wasserspielzeug nochmal mit Miki und seinen Freunden. Kostet zum Beispiel 25 Euro. Plüschis, Spardose, 25 Euro. Goofy als Kuscheltier gibt es ja auch. Es gibt nicht viel Goofy-Merch, aber als Kuscheltier gibt es ihn. Kostet 30 Euro. Mickey und Friends. Pluto als Kuscheltier gibt es da auch. Das Wasserspielzeug. Jetzt Mickey Sorcerer. Für Kinder. Ich weiß nicht, ob das, glaube ich, ein Pyjama. Ja, ist zweiteilig. Gibt es ja auch nochmal Mickey Sorcerer. Richtig süß. Auch als T-Shirt. Passen dazu natürlich die Ohren. Das habe ich euch eben gezeigt. Hier war ich. Und auch für Erwachsene gibt es Mickey Sorcerer T-Shirt und auch das hier. So, wo waren wir denn noch nicht? Jetzt wird es ein bisschen chaotisch, weil es jetzt halt so ein bisschen kreuz und quer sein wird. Hier gibt es die neue Home-Kollektion. Das finde ich auch richtig süß. Mit so Holz. Dann gibt es hier diese schöne Tasse für 20 Euro. So ein Glas. 20 für dieses Brettchen. Das Besteckset kostet 70 Euro. Und gibt so Weighted Kissen, also die sind relativ schwer. So ein Tellerset für 40 Euro. 4 Stück. Das hier ist eine Lampe. Gibt es hier auch noch so Untersetzer. Und ja, hier gibt es so, wir sagen auch Animators, ist auch Animator-Look für 15 Euro je Tasse. Auch richtig süß, ich mag diesen Look ja eh. Tinkerbell gibt es hier, Pocahontas, Belle und Ariel. Schon mal auf der anderen Seite, da sind noch andere Tassen. Dann gibt es die hier mit Mickey, Stitch, Donald. Stitch. Dann gibt es hier wieder 70% reduziert. Diese Trinkflaschen hier aus Glas sind 70% und auch hier diese Partnertassen mit Beauty and the Beast, Stitch und Angel, Woody und Buzz und Chip und Dale. Dann geht es hier weiter mit einer anderen Mickey Mouse Disney Kollektion, also Küchenkollektion mit so Tellerchen, Schüsselchen, Gläserchen, hier so ein Brett, gibt's hier so eine große Schüssel, auch wieder eine Trinkflasche, große Schüssel und das hier ist, glaube ich, eine Keksdose, die hebe ich jetzt nicht hoch, die ist schwer in einer Hand. Dann geht es hier weiter mit Marvel, hier gibt es Groot. Trinkflasche, dann gibt es hier Captain America als Tasse. Moment, ich gebe andersrum, weil da stehen jetzt wieder Leute. Genau, hier gibt es Avengers Campus Glas, Marvel Studios Tasse, Marvel Trinkflasche, dann gibt es eine Groot Tasse, ganz süß. Hier auch nochmal Tassen, diese Grumpy Kollektion, also es ist nicht Grumpy Kollektion, sondern diese Müdigkeits am Morgen Kollektion, die finde ich echt super. Gibt aber nicht alle aktuell, 15 Euro. Dann gibt es hier auch noch so eine Trinkflasche. Und oben, das finde ich richtig süß. Kann man auch hier ran, irgendwo dranhängen, so ein Karabinerhaken. Kann man an die Tasche oder so hängen. Dasselbe mit Mickey. Kosten 30 Euro. Und hier die Tassen habe ich euch gerade gezeigt, und das gibt es mit Tigger. Es gibt aber auch Minnie Maus, Tinkerbell und Mickey Maus. Minnie Maus und Tinkerbell, die habe ich zu Hause. Gibt auch so für Kinder so Flaschen zum Trinken mit Spider-Man. Hier unten auch mit Cars. Findet Nemo mit Strohhalm auch richtig süß. Es wackelt so ein bisschen.
Und das ist so, ja, da schwimmen die Fische drin. 15. Dasselbe mit Toy Story, Elsa. Ariel und Elsa habe ich euch gezeigt. Da unten ist noch was. Prinzessinnen. Süß. Dann gibt es hier Figuren. Donald, Tigger, Mickey. So Schneekugeln mit Toy Story und Simba und also König der Löwen. Dann gibt es hier die Prinzessinnen, also nicht alle, aber Cinderella steht hier, noch zwei Elsa, Mary Poppins, Mushu und da unten ist nochmal mehr Elsa. Dann gibt es hier Phantom Männer, das ist Bild, verdeckt mit Plüschis von Ravenswood, die Uhr von Tower of Terror, hier diese Bilder, die habe ich mir auch gekauft. Pirates of the Caribbean Figur, diese Phantom Männer Lampe, Phantom Männer als kleine Figur und dieses Tower of Terror Schild. Also ich sag's euch, dieser Shop ist riesig. Dann gibt's hier nochmal Gläser, Tassen. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen beeilen. Hier so Schüssel mit Simba, die ganze Kollektion gibt's hier. Dann dasselbe gibt es mit Chip and Dale, auch mit Platzdeckchen. Dann hier habt ihr eine Oben-Kollektion, auch wieder mit Trinkflasche und Tasse. Dann gibt es hier die auch wieder so Plastiktrinkbecher für Kinder mit It's a Small World. Und wieder Simba, dann gibt es hier auch so Trinkflaschen, die man sich so umbinden kann, mit so einer Halterung. Mit Marie, das ist Trinkflasche dabei, Stitch und Simba. Dann gibt es hier Donald Plastikbecher, Prinzessinnen, eine Ariel-Kollektion gibt es auch, die habe ich euch auch schon mal vorgestellt im Detail. Mit Schüsseln und Tellern und Gläsern und nochmal Schüsseln und Tee. Genau, also macht nicht jeden Tee auf, um den anderen zu schnüffeln. Guckt nach dem Tester, wenn es einen gibt. Ja, dann hier steht hier auch wieder Testeur. Oder hier Try Me. Kann man dran riechen. Ja, hier habt ihr die Ariel-Kollektion. Hier unten ist Fabius als Kuscheltier. Dann geht's weiter hier mit Stitch. Becher, Mickey Mouse Becher. Dann gibt es hier die Kollektion, das ist eine Kerze. Mal gucken. Die riecht sogar. Ich kann aber nicht beschreiben, nach was? Nach Bade. Nach Zitrone, genau, stimmt. Riecht nach Badezeug. Weitere Kirschen. Kerzen. Hier steht auch wieder Try Me dran. Verschiedene Schüsseln, Trinkflaschen. Und hier haben wir auch nochmal die Goofy-Kollektion, wie eben auch Simba und Chip and Dale. Habt ihr auch wieder mit Platzdeckchen und Schüsseln und Gläsern. Dasselbe mit Stitch. Da fehlen nur die Platzdeckchen. Und hier gibt es Minnie Maus Gläser und Angel Gläser, aber keine... Ah doch, da ist auch noch Minnie Maus, aber kein Angel. Also hier habt ihr noch Mickey in der Kollektion mit Schüsseln und Platzdeckchen. Und Tassen. Und hier habt ihr mit Minnie. Aber da fehlen die Tassen aktuell. Also ist tatsächlich auch immer so ein Disneyland. Ihr müsst Glück haben, dass alles da ist, was ihr gerne haben möchtet. Dann gibt es hier die Buchstabentassen. Da könnt ihr mit euren Tassen mit dem Anfangsbuchstaben kaufen. Die Kollektion finde ich auch super schön hier mit den Blumen. Liebe ich auch sehr. Vor allem diese Teller da unten. Oh, ich liebe es. Auch die Schüsseln. Also wenn das mal im Sale ist, decke ich mich voll ein. Hier gibt es auch noch die Schüsseln. Gibt es auch mit Mickey. Gab es mal. Aktuell wohl nicht. Und hier gibt es auch noch so Gläser, also die sind so schön. Ordentlich hinstellen, nur nicht, dass das kaputt geht. Lollis gibt es hier auch. Simba Lolli, 4 Euro. Gibt noch Leon Stitch, Ariel, Schokolollis, da unten gibt es Popcorn, da gibt es Zuckerwatte, Mickey Mouse Lolli, Toy Story,
Belle, Simba, Lilo und Stitch und Minnie Maus. Hier oben gibt es so Marshmallow-Spieße. Hier gibt es so Schokolade in so kleinen Täfelchen. Kann man eigentlich auch ganz gut mitbringen als Goodie. Und hier auch zum Beispiel. Dann gibt es hier Hundeschüsseln mit Stitch, so zum Tragen. Dann gibt es aber noch normale Schüsseln für Hunde. Küchenkollektion, hier die ganze Mickey Mouse Küchenkollektion mit Vorlegern und kleinen Schüsseln. Und die passen wohl auch in das Holzbrettchen da vorne, was ich euch eben gezeigt habe. Dann gibt es hier Messbecher, den habe ich auch. Seifenspender, Zahnbürstenhalter. Gibt es hier noch weitere Schüsselchen mit Minnie Maus, Schwamm, hier so eine Küchenrolle und so weiter. Hier noch so ein Handtuch, Putzhandtuch oder so. Und dann gibt es hier die Alice im Wunderland Kollektion mit Marmelade, Kanne, es gibt auch Tee, auch Schokolade, wo drauf steht Eat Me, Cookies mit einer Keksdose, hier so kleine Marmeladen, kann man ganz gut verschenken auch. Hier gibt es so, ich glaube das ist so ein Kaffee, Wein, was auch immer, Glas, Becher. Hier gibt es Handtücher, also für die Küche. Die habe ich auch, dass ich für Töpfe, für 20 Euro. Dann gibt es hier noch so Spielzeug, so Spielfiguren für Kinder. Dieser Karton ist auch mal riesig. Kostet 35 Euro. Gibt es hier mit Ariel, mit den Prinzessinnen. Hier gibt es auch noch mal die Wasserfiguren da. Hier ist nochmal Gummibärchen mit Stitch. Pets, immer noch sehr beliebt. Ah, da könnte ich mal wieder ein Foto machen. Moment. Da ist wieder Lucky, meine Arbeitskollegin. Ich muss nach Lucky Merchandise suchen. Flasche. Hier gibt es auch. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles Set. Obstkorb. So ein Bretscher. Eine Tartform, Backform, Schüssel aus Glas, Salz- und Pfefferstreuer. Dann gibt es hier nochmal Marvel-Figuren, ein Spielfiguren-Set, Iron Man Cop, Spider-Man. Gibt es auch nochmal ein bisschen Marvel-Figuren. Mal Spider-Man, das habe ich euch gezeigt, diesen Anzug. Iron Man als Actionfigur. Mal draufdrücken, redet er und leuchtet. So eine Armbrust, glaube ich, ist es. Ist auch ein bisschen Marvel-Sachen für Kiddies. Hier so ein Pulli mit den Charakteren. Eigentlich ganz cool. Auch den Erwachsenen-Spirit-Jersey gibt es hier mit Marvel. Captain America als Plüschi, den ich sehr komisch finde. Dann gibt es hier noch diese Actionfiguren. Captain America Schild. Ich muss gleich meinen Akku laden, der ist auch gleich leer. Spider-Man Maske. Da habe ich schon gezeigt. So ein Spiel. Und Iron Man Maske. An der Kasse gibt es ja auch noch so kleine Bücherchen, auch Autogrammbücher gibt es hier, Spider-Man, Ausmalbücher, Stifte. So alles Mögliche, was man hier so mitnehmen kann, verschiedene Stifte mit den verschiedenen Farben, gibt auch Alice. Jetzt so ein Stift, jetzt kostet zum Beispiel 8 Euro, Magnete auch ein paar. Auch an den Kassen müsst ihr gucken, jetzt über Magnete. Worauf ich jetzt nicht eingehen werde, ist die ganzen Pins. Also es gibt auch Pins. Ihr habt hier zum Beispiel auch so eine Magnetboard. Das sind alles Magnete, die ihr euch aussuchen könnt. Seht ihr zum Beispiel hier. Dann gibt es auch Schmuck. Hier gibt es ganz viel Schmuck. Gibt noch mehr Magnete. Hier gibt es auch Lanyards. Das ist zum Beispiel neu zu Together. Dann gibt es auch Pins. Einige Pins gibt es auch hier.
Wie gesagt, gehe ich jetzt nicht genau drauf ein. Mein Akku ist nämlich auch gleich leer. Das Video ist eh schon viel zu lang. Die Pin-Trading-Taschen gibt es hier auch. Dann gibt es hier Schlüsselanhänger. Also wirklich bekommt ihr alles. Also wenn ihr mal nicht in den Park kommt und irgendwas kaufen wollt, bekommt ihr hier auch einiges. Und im Village gibt es ja auch noch andere Läden. Also ist ja nicht der einzige. Und hier bekommt ihr schon sehr, sehr viel. Hier ist wieder Sale. Und hier ist nochmal ein paar Stitch-Sachen. Hier die Pixar-Kollektion ist auch im Sale mit den Ohren. Locana gibt es hier auch. Aber ist halt auch französisch hier, dieses Locana-Set. Das Malbuch gibt es hier zum Beispiel auch zu kaufen. Hier nochmal einige Stitch-Sachen, so Stitch-Spielzeug. Hier so Seifenblasen, Spardose, Stitch-Kuscheltiere, Cuddles mit Angel und Stitch. Das ist eine Lampe und eine Figur. Und da sind auch nochmal ganz viele Stitches. Hundebett für Stitch oder Katzen, Hausschuhe. Auf der anderen Seite habt ihr dann noch Stitch-Decke, Tassen, Cookies, alles mit Stitch, was man sich vorstellen kann. Sogar nur Snuggert-Creme mit Stitch gibt's hier. Ja, jetzt gehen wir noch kurz da rechts lang. Hier ist nämlich auch noch Stitch. Kindersachen für Stitch. Also Stitch ist hier sehr, sehr beliebt. Hier ist noch mehr Stitch. Ganz viele Stitch-Sachen gibt es hier. Eine ganze Stitch-Ecke. Hier so ein T-Shirt. Und Kuscheltiere. Hier so Erwachsenen-Onesies gibt es hier auch. Mit Stitch und Red. Gibt so ein bisschen was an. Toy Story-Merchandise. Und dann bin ich jetzt gleich durch. Hier noch ein bisschen Toy Story Merchandise. Auch Wasserfiguren von Toy Story. Und hier World of Pixar Rucksack, World of Pixar Merch, Spirit Jersey, World of Pixar. Und auch der neue hier im Pixar Jersey ist auch ganz cool. Auch die Ohren finde ich mega schön von der Show. Und ja. Das war's. Jetzt sind wir wieder bei dem Kuscheltieren. Das war World of Disney. Und neben dem ganzen Merch, wie gesagt, schaut euch auch mal um, wie schön hier einmal diese Artworks sind. Und auch die Mitte ist super schön. Mit dem Heißluftballon und dem Sternenhimmel. Also lohnt sich auch mal, einfach mal nach oben zu schauen, wie gesagt. Die Artworks. Mega schön. Da haben wir zum Beispiel auch Mulan und Stitch und Findet Nemo und Aladdin. Ja. Also ein richtig schöner Shop. Ja, ich hoffe, der Rundgang hier durchs World of Disney hat euch gefallen und ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Das ist wirklich ein langes Video, aber es ist halt auch der größte Shop. Und bin jetzt auch fertig, brauche jetzt mal eine Pause. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.